Was für ein emotionaler Moment. Jetzt ist es offiziell. Die neue Hängebrücke, die längste Hängebrücke der Welt, für Fußgänger, natürlich nicht für Auto, aber für Fußgänger, heisst Charles Kuonen Hängebrücke am Europaweg. Merci vielmals. Seit Wochen schon habe ich mit grosser Vorfreude an diesen Tag gedacht oder diesen Tag herbeigesehen. Und wenn ich heute sehe, wie viele Leute hier gekommen sind, hier zum Heuspiel, auf über 2000 Meter, ein Haufen sind gewandert, ein paar sind geflogen, zum Fliegen und Apanitschik nachher ein bisschen anders. Und dann muss ich sagen, das Engagement macht mir natürlich zusätzlich Freude. Kurz zu dem Grund, warum ich mich da engagiert habe, finanziell an diesem Projekt. Als im Oktober 2016 in Ischer Oberwalliser Hauszeitung Walliser Boot, die sind ja auch da, darf ich gerade erwähnen, zufällig auf einen Artikel gestoßen bin, dass man hier eine neue Brücke plant, eine neue Hängebrücke, nachdem die Alta 2010 durch einen Steinschlag ist zu Schaden gekommen. Dann habe ich mir so überlegt und gesagt, ja, wohl, das wäre etwas. Und ich habe dann mit meiner Frau euch immer wieder zwei, drei Tage darüber gekümmert. Und sie hat eigentlich euch in einer Begeisterung gesagt, wohl, einmal so ein gutes Werk machen,